Hallo und herzlich willkommen zurück bei Overlord Rising Hell. Ja, wir haben in der letzten Folge uns den Weg durch die Brauerei gebahnt. Ich habe mir noch schnell rote Schergen besorgt. Und jetzt gehen wir ins Arcanium-Bergwerk. Ja. Was ist unser Plan? Unser Plan ist, wir machen erstmal die ganzen Golddinger hier, also die ganzen Zwergendinger, fertig. Und gehen dann irgendwann zu der netten anderen Tante. Ich habe das Gefühl, es ist am schlausten, hier nur rote Schergen zu nehmen. Noch mehr Aber Flammenwerfer, na gut. Herr! Goldo muss sie geschickt haben, damit sie die Schnecken beseitigen. Ja, Feuer tut ihm nicht weh, wir haben es gecheckt, Alter. Diesen Hebeln werden die Öfen da unten gesteuert. Okay, coole Sache. Naja, gut. Bloß was bringt uns das? Wir wollen bloß den Arcanium rufen eigentlich. Gut, bringt ihn in den Turm zurück. Dann werden wir etwas ganz Hübsches schmieden. Ja, genau. Allerdings lässt sich dieser Schmelzofen nicht so einfach transportieren. Ihr müsst einen geeigneten Weg finden. Ja, natürlich müssen wir das. Blaue, rote. Eine rote ist ja darunter eingeschlossen. Das sieht auch cool aus. Nur einem. Yeah.
Ist ja schon cool hier unten, aber... Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ja, Mutti, ich mag Objekte. Kann ich auch ein Objekt haben? Alter, geh mir nicht auf den Senkel. Auf ihn. Das ist mein stärkster Scherge. Töte es. Gut. Dann hier lang gehen. Für den Overlord. Oh, es war so klar, dass ich diesen Arkanofen unbedingt hier, keine Ahnung wie lange, irgendwo lang... Ja, okay, gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Hallo, ich bin Felix. Es war so klar, dass wir diesen Ofen so ewig weit schieben müssen, ey. Oh ja, bekämpft euch schön gegenseitig. Oh ne, da kommt wieder so ein riesen Mistviech. Auf die habe ich gar keinen... Boah, was ist das für ein... Boah, what? Mann, ist das räudig. Was ist das eigentlich, Alter? So entstehen diese Dinger also? Ich kann gar nicht hinsehen. Schlag zu, bis sie aufhört. Wirk! Alter. What the heck, Alter? Ist komplett meine Schergen auseinandergenommen hat. Ist das heulig. Nein.
Oh, krass, ey. Wie es ernsthaft meine Schergen auseinandergenommen hat. Alles. Ah, heftig. Tja, naja, kann man nichts machen. Ne? Ja, ich merke gerade, wir hätten in der vorletzten Folge gar nicht diese komische Rüstung machen brauchen. Nun ist es zu spät. Kann mal passieren. Konnte ich ja nicht vorhersehen, dass wir jetzt hier die Zwerge machen können. Ja, gut. Hab ich mein ganzes Mana für diese Schneckentrophäe braucht. Heftig, ey. Heftig. Der Inferno-Zauber ist gemein. Er breitet sich gern aus und ist deshalb besonders effektiv, wenn ihr mehrere Gegner gleichzeitig angreifen wollt. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Na gut. Dann lasst uns einen weiteren Blick in wo wollten wir hin? Wo wollten wir einen Blick hinwerfen? Keine Ahnung. So, jetzt aber. Jetzt wollten wir irgendwo anders hin. Jetzt haben sich aufgefüllt. Cool. Schon wieder über 9000 Gold. Ist ganz schön toll, wie man hier. Gold bekommt. Uiuiui. So, jetzt holen wir uns mal blaue Schergen und gehen darüber. Sofern ich da irgendwie einen Eingang, Ausgang, wie auch immer finde. Es gibt nur noch neun blaue Schergen. Alter Dotter. Wusste ich doch, dass wir da hinkommen. Die letzten Elfenfrauen. Ich hörte sie da drin laut weinen. Ohne sie ist unsere uralte Rasse dem Untergang geweiht. Ihr würdet euch in die Höhle des Zerstörers begeben? Sie ist voller Schätze. Aber ihr müsst bereit sein, den Meister und sein Ungeheuer zu zerstören. Es heißt, er nennt es Feuerwalze. Eine Schlacht. Oh, nö. Schätze. Das klingt doch richtig gut, Meister. Nee, das klingt ganz doll behindert.
klingt richtig, richtig voll behindert. Hier sind schon einiges an Schätzen. Fällt mir schon. Oh ne. Zurück, komm zurück, komm zurück. Ah! Scheiße. Jetzt ruf da. Naja, man sieht es ja oben links. Ein flammendes Haus. Also das ist ja heftig, wie viel Schaden es macht. Aber es zieht halt auch fast einen Mana. Ups. Scheiße. Oh Mist, da bin die Elfen getötet. Das wollte ich überhaupt nicht. Oh Mist. Okay, na gut. 11.000, ah, heftig. Ich glaube, wir kriegen richtig, auch mal richtig heftig Kohle für nichts. Wir müssen hier nichts machen. Die aus der Muttergöttinnenstatue entkommen konnten, suchen noch immer ein Turmportal her. Mensch, das habe ich da ganz übersehen. Na, wie kommt denn sowas? Sein, dass ich sowas übersehe. Ich brauche Mana. Mana, 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 Mana. Wir sind ganz hart. Wir zerstören Barrikaden, die komplett useless sind. Mann,
die Flammenwerfer gehen mir am meisten auf den Sack von den Zwergen, ey. Das ist denn eklig, ey. So viel Schergen schon draufgegangen deswegen. Das war allerdings auch nicht schlau, ich weiß, aber das war so ein Scheiß, ey. Merkwürdige Hallen, bla bla. So. Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergen klein begraben werden. Genau. Und mit diesen Worten beenden wir diese Folge. Das ist ein bisschen kürzere Folge, jetzt keine 25 Minuten. Vielleicht doch, ich weiß es gar nicht so genau. Ja. Und dann besiegen wir mal hoffentlich die Feuerwalze in dem nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss und einen schönen Tag noch. Ciao.